Wie hört sich das an für dich, liebe Zuschauer? Sommer, Sonne, Urlaubsfeeling. Ja, hoffentlich bald und endlich. Absolut, gell? Ja. Feine Geschichte. Hat eine Reisegruppe von Seniorinnen und Senioren bereits erleben dürfen, und zwar diesem Frühjahr eine ganze Woche lang in Spanien. Ja, aber bevor es dann wieder zurück in die Heimat ging, haben die Herrschaften noch einen Ausflug in das wirklich grausame Mittelalter gemacht. Niebla liegt 70 Kilometer westlich von Sevilla und ist ein tausendjähriges Städtchen, erbaut auf einem Hügel. Ganz oben thront die mittelalterliche Burg, umringt von einer 2 Kilometer langen Stadtmauer. Eroberer haben hier ihre Spuren hinterlassen. Die Menschen haben viele Entbehrungen damals hinnehmen müssen. Wäre das Mittelalter eine Zeit für Sie zum Leben gewesen? Absolut nicht, nein. Warum nicht? So, nein, das ist nicht meins. Muss ich mal selber machen. So wird mir geholfen überall. Ich war ja da in der Apotheke drinnen, in der Waschküche. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Wenn ich Burgfrau gewesen wäre, auf alle Fälle, da wäre es schön gewesen. Das ist alles eine Frage der Einkommensverhältnisse. Ne? Es wird sicher hier Personal gegeben haben, die bitter arm waren. Ne? Reich und waren immer nur die Grafen und Fürsten. Ne? In den Kellern unterhalb der Burg verbirgt sich Grausames, der Folterkeller. Und einige unserer Pensionäre sind neugierig und steigen hinab in den dunklen Abgrund. Wie war es da unten in der Folterkammer? Ja, sehr gruselig. Muss man schon sagen, ich habe mich sehr gefürchtet. Am letzten Kammerl haben sie mir die Rübe abgeschnitten. Ja, jetzt haben sie es dann herum wieder aufgesetzt. Es ist gruselig. Grausam, grausam entsetzt bin ich über die ganzen Geräte, mit denen sie gearbeitet haben. Brutalst, furchtbar. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, irgendwelche Foltergeräte und so weiter. Also, war sicherlich keine schöne Zeit. Ich bin froh, dass ich heute lebe. Die Kirche Santa Maria de la Granada hat viele Epochen überstanden. Sie war einst römischer Tempel, Moschee der Mauren und wurde dann zu einer christlichen Kirche umgebaut. Es gibt diesen maurischen Stil und dann wieder haben die Christen das dann umgebaut mit dem gotischen Stil. Die Kirche ist allerdings zum Großteil schon zerstört durch das Erdbeben, das von Lissabon ausgegangen ist. Die Ostgoten, Westgoten, die Mauren, alle sind Vertreter, die katholischen. Das ist das Interessante an dem, wie sie nämlich im Laufe der Jahre das verschnitten hat. Ja, das ist das Schöne da. Weil die Mauren haben ja hier eigentlich unheimlich viel gemacht, weil Spanien war unter den Mauren in Europa 200 Jahre voraus. Und wie die weg waren, war mir Spanien wieder Mittelalter. Der Marktplatz stammt aus dem 16. Jahrhundert, wie viele der Häuser hier. Wir verlassen langsam das Städtchen Niebla und fahren zurück ins Hotel in Punta Umbria. Denn Urlaub bedeutet nicht nur Sightseeing, sondern auch Ausrasten. Der Atlantische Ozean mit seinen Wellen lädt einige jedoch nur zum Anschauen ein. Zu kalt und die Wellen gehen auch schon. Bin schon nimmer mehr so für die Wellen. Ohne Meer, ohne Pool geht überhaupt nichts. Darum fahrt man auch in Urlaub. Ne? Sonne, Meer, Strand, nette Leute, nette Damen. Es gibt nichts Schöneres. Mir ist unser Witterung zu Hause lieber, sagen wir so. Aber jetzt, ich komme von Bad Galsern. Und es war bei uns sehr kalt, es hat bis herunter geschneit dann noch einmal. Da ist uns das schon lieber jetzt da. Im Wasser war ich noch nicht. Warum nicht? Weil es mir zu kalt ist. Der Strand hier in Punta Umbria im Süden Spaniens ist naturbelassen. Ein großer Teil steht unter Naturschutz. Ich war nicht im Wasser, aber mein Mann. Wie war's? Kalt. Wie kalt? Bisschen kalt war es. 18 Grad circa. Und diese Zeit ist noch ganz schön. Der Jugend überlassen wir dann den Sommer. Spanien ist wunderschön. Und die Spanierinnen? Spanien, da haben wir nichts. Die verstecken nichts. Nichts verstehen sind die. Wir haben heute einen freien Tag und jetzt sind wir ins Wasser gegangen. Und mehr haben sie eingraben lassen im Sand, haben genossen diese Ruhe und wir sind begeistert von diesem Urlaub. Auch ein schöner Urlaub geht einmal zu Ende. Nächstes Jahr treffen die Seniorinnen und Senioren einander auf der griechischen Insel Kreta. Adios España, Calimera Kreta.